Sind die jetzt wieder weg? Nee, natürlich nicht. Wäre auch zu einfach, wenn die weg wären. Oh, armes Kätzchen. Oh. Nein. Okay, wir haben's. Es tut mir leid. Es war nicht mit Absicht. Es war wirklich nicht mit Absicht. Ich komme da nicht runter. Doch, jetzt. Wie gesagt, das war nicht. Ich wollte das. Ich wurde dazu gezwungen. So. Ich überlege gerade wieder, wo die. Es ist ja nicht riesengroß, aber trotzdem kann man sie echt verlaufen hier. Nee. Kommt in den Nacht. Ach so, in den Nachtclub, nicht in die Bar. Okay, ich Nachtclub, da war ja gerade Party vor der Tür. Weg mit dir, okay. Deswegen, guck mal, da oben sitzt jemand. Hier unten auch. Wer bist du? Du hast hier nichts zu suchen, es sei denn, du willst deine Beine mit etwas Schickerem ersetzen lassen, was du nicht willst. Also hau ab. Wir sind jetzt in der Surgery. Mit Albert. Ich arbeite hart, um die Straßen sauber zu halten und damit andere alles wieder zumüllen. Aber so funktioniert die Welt nun mal. Wer bist du? Jetzt. Late Killer, okay. Tachchen, wie geht's dir heute? Toll, dankeschön. Für nix. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein und hol dir was zu trinken. Ich nehme alles mit.
Hey Gast, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Okay. Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen, okay? Er ist derjenige, der in seiner Freizeit die Hologramme programmiert. Einmal nach links, einmal nach rechts, dam, da, dam, dam, da, 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 dam. Das ist der Ziegebart-Tanz, okay? Oh, bitte nicht Daft Punk. DJ Matze hier. Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer. Ich will hier Y drücken. Macht da ein bisschen Lärm. Ich glaube, dazu brauchen wir eine Schallplatte. Was ist das? Wähle Gegenstand zum Ver... Ein Schalter brauchen wir. Schallplatten lieber nicht, wa? Können wir denn nach oben? Oh. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber okay. Als ich noch ein Mensch war, feierten meine Freunde und ich bis tief in die Nacht, auch wenn wir am nächsten Morgen die lästigen Konsequenzen zu tragen hatten. Es fühlte sich gut an, Freude zu haben, trotz der unbewohnbaren Außenwelt und der immer erbärmlicher werdenden Lebensbedingungen hier unten. Und der kapitalistischen Gier von Unternehmen wie der Nico Corp. Und des Polizeistaates, den die Wächter aufgebaut hatten. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das getan haben. Warum bin ich hier unten? Ich glaube, hier komme ich später raus, ha? Ja, das Stromkabel vielleicht? Nee. Hmm.
müsste auf die andere Seite. Glaube ich. Hier fehlt ein Hebel. Warte mal. Wir brauchen einen Hebel. Gefällt dir meine Maske? Ich habe sie selbst gemacht. Sie stört die Scans der Wächter und sie sieht cool aus. Ach, dieser Club ist scheiße. Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich kannst du das glauben. Also habe ich diesen Hebel geklaut. Nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Danke. Was auch immer der Knopf macht. Ah! Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr über sie beschweren. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie. Nein. Alcaraz. Okay, wir sind allein. Okay. Echt verarscht, verraten. Wo ist unser kleiner Botti-Bot-Bot? Unser B12. Kamikazi. Hat aber auch Sprungkraft hier, die Mietze. Gefängnis.
Gute Nacht, Lilifee. Schlaf gut. Ach, wieder diese Drohnen. Okay, doch. So, mal gucken, wie weit die jetzt zurückkommen. Okay, die Treppe nur. Muss ich hier überhaupt hoch? Na doch, da hinten lang. Da. Wir können uns jetzt nicht verständigen, ne? Wir haben keinen Übersetzer. Da ist der Schlüssel, okay. Unseren Kumpel wieder finden. Oh Gott, ist immer noch irgendwo. Das gefällt mir nicht. Große freie Fläche. Scheibenkleister, bitte nicht. Aber wir müssen ihn retten. Also wir müssen unbedingt B12 retten hier, ne?
Also gar keine Hilfe hat es echt nicht einfach. Lass mal beobachten hier. Wir können da oben auf das Rohr rauf. Oder durch das Fenster. Wir gehen durch das Fenster. So, hier hinten können wir uns resetten. Wie kommen wir da rüber gesprungen? So, Mustererkennung an, ne? Bleib ja, okay. Wir können da hinten uns verstecken, glaube ich, hinter dem, ja, da hinten. So, hier werden wir erstmal nicht gesehen. Und dann warten wir erstmal, wie er, bis er sich gedreht hat und gehen da rein, ja. Oh, die sind Alarmbereitschaft, okay. Oh Gott, wie holt man den da raus? Ich hoffe, das funktioniert. Huiuiuiuiuiui. Komm, hopp.
Puh. Aber wir haben keinen Rucksack. Oh. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem eines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Aber du bist, aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Wer weiß, komm mal.